Ja, servus miteinander, ihr lieben Leute. Ja, das heutige Video wird eine Videoantwort werden an den Jürgen von Jürgens EDC Titanium and More. Jürgen hatte dazu aufgerufen, mal sein, dass jeder vielleicht mal so ein bisschen sein EDC in die Kamera hält oder seine Sichtweise auf das EDC, also das Everyday Carry, was man halt denkt, jeden Tag mit sich rumschleppen zu müssen, dass man das einfach mal per Videoantwort aufzeigt. Der Jürgen selbst hat da ein tolles Video drüber gemacht. Und ich muss sagen, Jürgen, Hut ab, du hast da wirklich sehr qualitativ hochwertige und hochpreisige Sachen in die Kamera gehalten. Hut ab, ja, in die Richtung geht das heute jetzt nicht. Das wird alles Thema, ein bisschen mehr Pragmatismus. Aber irgendwie habe ich Bock, bei dieser Reihe mitzumachen. Und ja, deswegen seht ihr mal heute mein aktuelles EDC. Ich meine, die Frage, was schleppt man jeden Tag so mit sich rum? Das ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber. Seitdem irgendwelche unsere Vorfahren begonnen haben, irgendwelche Steinwerkzeuge, Steinklingen zu nutzen, um damit Tiere oder Pflanzen zu bearbeiten. Und so setzt sich das eigentlich durch die Menschheitsgeschichte fort. Es gibt für den Alltag kleine nützliche Helferlein, die man gern mit sich dabei hat, um eben den Alltag zu erleichtern für sich, für andere. Ja, schlussendlich muss man sagen, ist dieses Thema EDC natürlich auch ein fancy Sub-Hobby geworden vieler Messersammler. Und ich kann die Faszination verstehen. Na, da geht es auch viel um Optik, um edle Materialien. Und ich finde, ein Video muss ich auf jeden Fall unten verlinken vom Nico von der Rutschmann. Der Junge hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen. Und all die Worte, die er da gewählt hat, die könnte ich jetzt eigentlich auch aufzählen. Ich fand, das war ein super tolles Video. Deswegen würde ich neben Jürgens Video das auch vom Nico mal unten verlinken. Ja, bevor ich jetzt auf meine geliebten Alltagsgegenstände eingehe, auf die Pouch, muss man ganz ehrlich sagen, was hat man denn so im Alltag eigentlich immer mit dabei? Also bei mir sind es Taschentücher, ich habe jetzt keine mit dabei. Bei mir ist es aber unter anderem auch mein Schlüsselbund. Und an diesem Schlüsselbund habe ich schon mal zwei Sachen dran, die ich als besonders EDC-mäßig betrachten würde, bis auf die natürlich Schlüssel, die man für den Alltag immer braucht. Ich habe mir sozusagen zwei kleine First Responder Tools hier dran gebaut, die ich als sehr sinnvoll achte. Und zwar kommt hier noch so eine Olight I1R2, so eine Olight Mini Taschenlampe zum Einsatz. Das ist jetzt kein richtiger Flaggscheinwerfer, aber für die Suche im Halbdunkel ist das Ding schon mal relativ gut geeignet. Und oftmals benötige ich dann auch nicht mehr Lampe wie das, was da dran ist. Und ich habe mir eine Signalpfeife dran gemacht. Empfinde ich als ein unglaublich hilfreiches Tool. Denn sollte man wirklich mal in einer Notsituation sein und einem geht wirklich die Puste aus. Hier in dieses kleine Röhrchen kriegst du immer noch ein bisschen Luft reingepresst. Und so kann man auf sich aufmerksam machen. Empfehle ich übrigens auch vielen Damen, die im Dunkeln unterwegs sind. Ich würde immer mal eine Pfeife einpacken, weil manchmal hört man diesen durchdringenden Ton wirklich mehr, wie wenn man es Schreien anfängt und so weiter. Also das finde ich wirklich ein sehr, sehr nützliches Werkzeug. Zumal ich sagen muss, wir sind jetzt hier nachweislich Wolfsgebiet. Ich habe noch keine Begegnung mit einem gehabt. Keine Ahnung, vielleicht wird das irgendwann mal passieren. Aber auch da erachte ich das als so ein Pfeifchen, als hilfreiches Werkzeug. Denn ich bin mir nicht sicher, wie oft so ein Wolf schon mal angepfiffen worden ist. Ich meine, alles, was dann sozusagen zur Verwirrung beiträgt, erachte ich als hilfreich und deswegen finde ich so ein Pfeifchen auch gar nicht schlecht. Ja, weitere Gegenstände, die man eigentlich immer mit dabei hat oder oft mit dabei hat. Ich meine, nicht jeder Tag ist gleich, und aber oftmals dabei habe ich definitiv meinen Arbeitsrucksack und das ist auch so eine Art kleine Working Station. Da sind viele Sachen drin, die ich einfach für meinen täglichen Job brauche. Smartphone ist mit am Start. Das sind eigentlich die wirklichen EDC-Gegenstände. Und aber jetzt im Speziellen möchte ich nochmal auf die Pouch drauf eingehen und deren Inhalt, weil das ist für mich ein ganz wichtiges Tool geworden, was ich zumindest denke, jeden Tag mit mir rumschleppen zu müssen. Ich finde es trotzdem relativ kompakt. Ja, wer jetzt zwei, drei Tage länger schon meinen Kanal angeguckt hat. Ich hatte im Video im März mal rausgebracht, Anfang des Jahres. Da hatte ich eine andere Pouch. Da hatte ich die VE1, glaube ich, oder VE22. Ich kriege die jetzt von der Bezeichnung nicht mehr auseinander. Aber auch eine Viperate.
Ich habe zwischenzeitlich meinen Geldbeutel verloren, tata, mit sämtlichem Kartenmaterial und so weiter. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen umgebaut und habe jetzt diese im Frühjahr aufgezeichnete Pouch als meine neue Geldbörse erdacht und bin jetzt doch wieder zurückgewechselt auf diese Viperate. Das Ding ist ziemlich robust gebaut und ist mir eigentlich dienlich genug für die Gegenstände, die ich jetzt hier drin habe. Ja, und da gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Und hier ist die Pouch nochmal im Nahbereich. Ich finde, die bietet mir genug Möglichkeiten, hier mein Zeug unterzubekommen. Ja, eigentlich ist das auch ein wenig so ein kleiner Spleen von mir, möglichst kompakt zu bleiben und trotzdem möglichst viele Sachen mit am Start zu haben. Naja, die ist relativ robust. Ich meine, guckt euch an, Gesamtabmaße, das ist eine Handfläche. Für die Gesäßtasche ist das nicht unbedingt was. Da möchte man sich nicht draufsetzen, das Ding baut dann doch ein bisschen dick auf, wenn man das ein bisschen belädt, so wie ich. Aber ja, seitlich im Arbeitsrucksack oder so eine Cargo-Hose, also irgendwelche aufgesetzten Hosentaschen. Naja, irgendwie finde ich immer einen Platz und mir ist das Teil kompakt genug. Naja, legen wir mal los mit dem Stift. Tata, da ist das Ding. Und von Legami, keine Ahnung, habe noch nie gehört. Das Ding ist aus dem Bahnhofskiosk und hat 4,99 € gekostet. Eigentlich muss man sagen, nicht sehr nachhaltig. Wirklich ein absoluter Billigheimer, schreiben tut's, aber die Mine ist nicht wechselbar. Ist eigentlich ein, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Fehlkauf. Keine Ahnung, ich werde mir vielleicht irgendwann nochmal einen wertigeren Stift zulegen. Ich habe mal so einen großen China Tactical Glasbrecher Stift. Das war allerdings so eine Riesenmöhre, war ich ja nicht sehr glücklich. Also habe ich mir jetzt so was Kleines, Kompaktes. Ich meine, jetzt habe ich ihn, solange wie er schreibt, bleibt er am Mann, aber alles andere als hochpreisig oder edel, ne, in dem Moment. So, seit langem, mittlerweile muss ich sagen, dementsprechend schon ein bisschen abgewichst, meine True Night Archer Mini. So, Vorführeffekt, Batterie leer. Naja, also gut. Jetzt kann ich es euch nicht mal zeigen, wie sie leuchtet. Das ist natürlich jetzt eine super Generalprobe für so ein Video, aber ihr seht, nee, wobei eigentlich ist das jetzt mal eine geile Sache. Das ist nämlich der Grund, warum ich immer zwei Lampen dabei habe. Eine am Schlüsselbund und eine in meiner EDC-Pouch. Die hier ist jetzt leer, leider. Leer geleuchtet. Aber ich habe da so einen wirklichen Spleen. Mir ist tatsächlich mal im Leben was passiert, wo ich auf eine Lampe angewiesen wäre. Da ging es um ein Sicherheitsthema und hatte leider keine am Start und musste dann mit der Handyleuchte darum leuchten. Seitdem immer eher zwei Lampen wie eine dabei. Und das ist jetzt eigentlich mal aufzuzeigen, das Ding ist leer. Das habe ich ein bisschen verdattelt und hätte jetzt am Schlüsselbund aber noch eine und die funktioniert wirklich. So, Thema Messer. Nee, das behandeln wir zum Schluss. Wir gehen jetzt erstmal auf die Thema Sicherheitsabteilung. Hier drin, in diesen vorderen Einschub, da passt ganz wunderbar. Mittlerweile, den Tipp habe ich von einem Zuschauer bekommen, eine Rettungsdecke rein. Warum nehme ich jetzt eine Rettungsdecke mit? Schlussendlich kommt da bei mir ein bisschen so dieser Outdoor-Survival-Fuzzi durch. Notfalls eine Art Shelter bauen zu können in der Natur aus dieser Folie. Ich muss aber sagen, ich bin kombinierter Rad- und Zugfahrer auf dem Weg zur Arbeit. Und ich hatte tatsächlich öfters mal das Thema, dass sozusagen Rettungseinsätze notwendig waren. Ich musste da jetzt nicht ständig eingreifen, aber ich habe es erlebt, wie sich Menschen verletzt haben im Zug. Das war letztes Jahr erst eine ältere Dame, die beim Bremsvorgang gefallen ist und hat sich mehr oder weniger den Schädel aufgeschlagen. Sowas passiert im Leben immer mal und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich, ja, was die Sicherheit oder was die Notausrüstung anbelangt, mich dann ein bisschen besser aufzustellen. Also von daher jetzt permanent mit dabei eine Rettungsdecke. Hier ist ein buntes Sammelsurium an Pflastern, damit man erstmal für die so eine erste Wundauflage hat sozusagen. Und hier auch drin sind die da, ja, die Klammerpflaster. Die finde ich super, super geil, wer sich mal einen tiefen, schönen Messercut zugesetzt hat, der wird diese Dinger lieben, weil die ziehen denn die Schnittverletzung ganz wunderbar zusammen. Und zwar so lange, bis ein wirklicher Arzt eingreifen kann und kann das Ding vielleicht vernähen. Ja, hier sind noch zwei Aspirin drin. Also
Genau. Ansonsten viele, viele Pflaster. Für einen selbst, für andere, wenn man Kinder hat. Es passiert halt immer mal was und nicht mehr. Ja, ich bin so ein Kandidat, ich schneide mir auch immer mal gerne in den Finger. Ein bisschen mit Messern rumgefuchtelt und schon ist es passiert. So, jetzt wird es ein bisschen unaufgeräumter. Hier die hintere Tasche. Ja, Abteilung Kleinkram. Was haben wir drin? Feuerzeug. Ich hatte da im März, hatte ich dann noch so einen Bügel dran, der es mir ermöglicht, in irgendwelche Sachen hier festzuklipsen. Ja, so ein Billigclip habe ich da dran gemacht. In dem Fall habe ich jetzt darauf verzichtet, weil das hängt nirgendwo fix drin. Also Feuerzeug. Für mich relativ hilfreich. Ich mache gern so Paracord-Bastelaktionen. Mache mir so ein paar Lanyards dran. Und ja, die Enden lassen sich damit wunderbar versenken. Ich bin kein Raucher, aber auch mal einen Ofen mit anstecken oder so ein Feuer machen. Es muss nicht immer der Feuerstahl sein. Ja, geht auch mal ganz profan. So ein Big-Feuerzeug finde ich relativ hilfreich. So, was haben wir noch drin? Hier so eine schöne Titangabel. Das Ding ist spitz wie Sau. Das lag bei, das hat mir der, ja, als ich das Super Edge 7 bestellt habe beim Dirk Wanger, dann hat er das noch so als Goodie mit reingelegt. Also das ist eine richtig geile Gabel. Sieht aus wie Neptuns Todesspieß. Und ich glaube, damit kannst du auch wirklich eine Forelle jagen, so als Notgabel an einem Stock dran, als Fischspieß. Das Ding ist echt spitz. Aber ansonsten im normalen Leben ist es auch eine prima Sushi-Gabel. So, weiter geht's. Ich habe immer Kabelbinder dabei. Ja, ich habe schon mehrfach den Fall gehabt, dass ich irgendwelche Sachen befestigen musste zur Not. Ja, mir ist mal eine komplette Pedale runtergebrochen auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Bahnhof, muss ich ehrlich fairerweise sagen. Und dann habe ich die Pedale mit dem Kabelbinder wieder notdürftig dran geflickt. Das war nicht schön, aber selten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kabelbinder, um mal irgendwelche Sachen zu befestigen, um ja irgendwas mal festzuzurren, zur Not ist ewig hilfreich. Das sind eher die kleineren. Die habe ich hier so gebogen und dann passen die auch wunderbar rein. Also auch Kabelbinder immer mit dabei. Ich habe dann auch noch so einen stärkeren Gummi mit dabei. Teilweise habe ich mir auch für Videoaufnahmen aus einem Haselstock, aus Kabelbinder und so einem Gummi so eine Art Stativ gebaut, mit denen ich dann in der Lage war, Aufnahmen zu machen, weil ich mein eigentliches Stativ vergessen habe für Aufnahmen und so weiter. Also viel Improvisationsmöglichkeit mit dem Zeug. Gehen wir mal weiter. Geschenk vom Thomas, die Fresnel-Linse. Ich betrachte das jetzt nicht nur so als Thema Feuerstarter, Notfallfeuerstarter. So, und weg ist er, die Gabel. Tata, da ist er wieder. Nein, wie gesagt, die Linse ist auch gut. Man wird älter, die Augen werden schlechter. Fluchte Axt, so ist es halt. Und dann hat man mal eine schöne Linse dabei. Und wie gesagt, man kann mit dem Ding auch mal ordentlich Feuer machen. Ich verlinke euch mal mein Feuermach-Video. So, was haben wir noch dabei? Ja, so ein kleines Mikrofasertüchlein. Ich weiß nicht, ist das jetzt das Otter oder, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Dutzende von den Dingern, von irgendwelchen Messerlieferungen. Jetzt habe ich das mal mit dabei. So, hier ist ein kleines USB-C-Kabel. Das war auch mal bei irgendeiner Elektrosache dabei. Das habe ich immer notfalls dabei, um mein Handy laden zu können, und zwar auch an meinem Arbeitslaptop. So habe ich, falls der Akku mal leer sein sollte, die Möglichkeit, doch noch Strom zu haben für einen Notanruf zum Beispiel. Also das Ding ist immer mit am Start. Aber was haben wir hier? Dann habe ich einen weiteren Gummi zum Befestigen und noch ein paar Sicherheitsnadeln. Notfalls, falls man mal ein Kommunionkleid zusammenstecken muss, ne? Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, auch das war schon mehrfach hilfreich. So, weiter geht's im Programm. Was haben wir noch drin? Ich habe hier mit so Panzertape umwickeltes, was ist das eigentlich? So ein Gummiband, so ein selbstklebendes Gummiband. Auch das als Befestigungsmöglichkeit. Also ihr seht, irgendwas befestigen zu können zur Not habe ich da auf jeden Fall drin. Und ja, so, hier Besonderheit, auch Geschenk vom Thomas, der mich immer wieder mit Dingen bedenkt. Und zwar ist das eine Duschhaube. Jetzt habe ich nicht bis gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Warum brauche ich eine Duschhaube? Das war eine sehr geile Idee vom Thomas. Ich packe das Teil jetzt mal nicht aus, weil da will ich noch ein eigenes Video mitmachen. Shower Cap, hier sieht man es. Das ist so eine Einweg-Duschhaube.
Wenn du das ausbreitest, hast du so einen größeren, ja, so ein größeres Behältnis, und zwar als Wassertransportmöglichkeit. Ich meine, das fällt jetzt wenig in den Bereich Urban EDC, sondern da kommt schon wieder der Prepper, Naturist, Outdoor, Bushcraft, Survivalist raus. Aber das ist mal eine richtig geile Dinger, und das Ding ist wirklich so stramm, ja, durch den verbauten Gummi. Der soll dir ja eigentlich die Haube an der Rübe halten, aber dann baut sich so ein wunderschöner Kessel auf. Also da bin ich nochmal überlegen, ob ich da auch mal Wasser abkochen möchte. Möchte das mal testen, ob das dazu geeignet ist, mit dem Ding sozusagen Wasser abzukochen für einen Notfall. Also von daher habe ich da immer mal eins drin, und sei es nur, um es halt einfach mal auszuprobieren. Oder man hat eine Notfall-Duschhaube. Ja? Für Menschen, die Haare auf dem Kopf haben, ist das sicherlich immer ganz hilfreich, wenn die keinen Bock haben, dass das nass wird. So, kommen wir mal zum Thema Messern. Ihr werdet überrascht sein, EDC-Messer. Ich habe Dutzende Messer mittlerweile. Dutzende Messer aus den schönsten Materialien, von den tollsten Firmen, mit den super schönsten Griffbeschalungen, mit tollen Stählen, mit einer tollen Haptik und einer tollen Optik. So, und was nehme ich mit im Alltag? Bam, bam, ein Victorinox Mini-Champ. Das Ding ist mittlerweile dementsprechend abgewichst, ist aber mein ständiger Begleiter, eben mit Stiftchen. Ich meine, da sind vielerlei Tools dran, die kannst du glatt vergessen. Irgendwann werde ich mir vielleicht doch nochmal das Rambler holen. Das baut nicht so stark auf, hat aber trotzdem die wichtigsten Gegenstände drin. Die da wären eine Mini-Klinge, Victorinox Schärchen, über jeden Zweifel erhaben. Und hier, wo ist es noch? Dieses Multitool. Kriegst auch mal ein schönes Getränk mit auf. Also, cooles Ding, Pinzette, Notfall-Zeckenzieh-Tool. Naja, also, das ist eines meiner Alltagsmesser. Und mittlerweile am Start, ich finde, das passt optisch wunderbar, olivgrün, das, wie heißt es, SG31 oder S31G, haben wir es, Sandvik S12C27 von Ruike. Kleines Multitool, ist praktisch ähnlicher Machart wie dieses 58mm Messer, ja, vielleicht ein bisschen wuchtiger, und überzeugt wirklich. Das ist von der Klinge her ein bisschen erwachsener wie das hier. Ja, ich meine, wackelt ein bisschen, das ist schon sehr dünn, du kriegst damit Pakete auf, kein Thema, aber ihr seht's, auch zum Brotzeiten wäre jetzt diese Klinge hier ein bisschen besser. Was haben wir noch mit dran? Hier so ein Multitool, wenn ich es dann rausbekomme. Mit einer weiteren Klinge, guter Paketöffner, Kapselheber, so einen kleinen Schlitzschraubendreher und ein Schärchen. So, hier muss ich sagen, die Schere ist nicht schlecht, aber die hält mit Victorinox nicht mit. Das ist einfach so. Und Pflaster zu zerschneiden ist damit schwer möglich. Victorinox geht durch wie durch Butter. Also von daher, das war unter anderem der Grund, warum ich immer ein Victorinox dabei habe. Also erzählt mir nichts, Alltag ohne Victorinox geht eigentlich gar nicht. Ne? Bitte, ne? Das geht doch gar nicht. Also Victorinox immer mit am Start, aber oftmals für vielerlei andere Sachen ist das natürlich auch wunderbar geeignet, das S31G. So, jetzt ist man wahrscheinlich maßgeblich enttäuscht, dass ich, dass das sozusagen meine wirklichen EDC-Messer sind, solche kleinen Pöppel hier. Und nicht eines meiner anderen, vielleicht edleren Messer. Und davon habe ich mittlerweile einige. Das sind die anderen Dinger, sind tatsächlich eher Feiertag-, Sonntagsmesser. Für den Alltag reicht mir sowas vollkommen aus. Zumal ich sagen muss, was mein Messer EDC anbelangt, möchte ich mich als Dr. Jekyll und Mr. Hyde bezeichnen. Denn da lebe ich in zwei Welten. Das, was ihr jetzt hier seht, ist wirklich ein ständiger Begleiter im Städtischen, in der Natur. Und ich will auch niemanden verschrecken. Und das sage ich jetzt unabhängig von der vorherrschenden Diskussion über die Verschärfung des Messerparagraphen. Ja, ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das hat auch nichts mit vorauseilendem Gehorsam zu tun. Aber tatsächlich, oftmals hilft mir das. Und verschrecken will ich aber auch so niemanden. Also kommt eher was Kleineres zum Einsatz. So, das ist Thema städtisch. Jetzt lebe ich hier aber auf dem Land, in einem Gebiet, was nur 20 Mal dichter besiedelt ist wie das australische Outback. Wir sind das am dünnsten besiedelste Gebiet Unterfrankens. So,
Das heißt, verlasse ich meine urbane Szenerie im Alltag und komme zurück nach Hause, dann ist es Fakt, dass ich nahezu jeden Tag, und das ist wirklich jeden Tag und dann mit every day, in der Natur bin. Mit den Kindern, mit dem Hund. Ich bin auf dem Grundstück unterwegs. Es gibt was zu tun. Also, das heißt, das Thema Outdoor und Natur und nicht nur zum Thema Bushcraften, sondern draußen sein, ist ein Teil meiner Lebensrealität. Und da kommt dann, und zwar erst dann, mit einem absoluten Wechsel, sowas zum Einsatz, wie das Schnitzel Quar. Das heißt, dann brauche ich ein arbeitsfähiges Messer, was Robustes, mit dem ich auch mal, ja, wie soll ich das sagen, kleine Stämmchen runterhacken kann. Schnitzel Quar wäre hier so ein Kandidat, wo lege ich den mal hin, den ich gerne dabei habe. Und ihr kennt so ein leichtes neues Farbschema bei mir. Oder das, ja, jetzt war es schon im Bild, das für mich beste Outdoor-Klappmesser der Welt, das SR1 von Cold Steel. Das ist ein absoluter Tank, ein Voll-auf-die-Fresse-Messer, ein Arbeiter vor dem Herrn, robust, ohne Ende, Triad-Lock, hier mit den G10 Griffschalen. Ich habe das Ding noch als Light-Variante, ist nicht minder schlecht. Und hier mit dem, was hat er dran, der CPM S35VN. Ein Messer für die Ewigkeit. So, und das sind dann sozusagen meine Outdoor-EDC-Messer. Ich habe damit, ja, neulich haben wir Zaunpfosten eingeschlagen, dann hingen Äste runter. Ne? Du konntest die Zaunpfosten gar nicht richtig einschlagen, die Äste hingen dir rein, also habe ich das damit einfach völlig stumpf weggehackt. Das ist ein Arbeitsmesser. Das ist jetzt relativ neu, das sieht noch relativ clean aus, das Light hat schon ein bisschen mehr gelitten, aber ist trotzdem noch stabil ohne Ende. Ja, damit kannst du mal eine Wertentastung machen, damit haust du ganze Äste vom Stamm runter. Geiles Teil. Also von daher Dr. Jekyll, Mr. Hyde. So, eine Mischung aus Alltag und dann geht's raus in die Nature. Und dann brauche ich was Robustes, mit dem ich auch mal zuhauen kann. Ja, ihr lieben Leute, lieber Jürgen, ich will das jetzt nicht länger auf die Spitze treiben. Das wäre meine VA eben an den Jürgen. Schaut ruhig mal bei dem Kanal rein. Der Mann hat unglaublich tolle und wertige Gegenstände vorzuzeigen. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Unglaublich sehenswert. Schöner Kanal. Guckt aber auch mal beim Nico rein, der ganz wunderbar das Thema EDC nochmal beschrieben hat. Viel besser, wie ich das jemals machen könnte. Ja, hier liegt mein Krempel. Und ob das immer so bleibt, mein Gott, es ist halt auch ein Hobby. Ne? Das ist eine Spielerei. Man geht her und dann verändert man was. Und dann kommt man Messer X weg. Und ach, ist auch völlig wurscht. Aber es sind viele Gegenstände, die mir im Alltag sehr dienlich sind. Und ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind auf jeden Fall mit am Start. Also, wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, was ihr immer macht. Vielleicht habt ihr Bock, ein Abo dazulassen. Und ansonsten herzliche Grüße aus dem Spessartwald. Bam.